Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Hermanns Eck im Düngekrimi. Ja, yeah, ich glaube, ich habe alles durchgedüngt. Was ist das? Ach, gepflügt. Ja, ja, ja. Oh, wir brauchen Feld 4 nicht pflügen. Gut, gut, gut. Dann kann der ja gleich zum... Nö, halt hier. Muss gepflügt werden. Alles klar, ja, dann setzen wir den gleich um, ne? Ich habe meine Wiesen, glaube ich, alle gedüngt. Ja, ich habe alle Wiesen jetzt einmal gedüngt. Perfekto. Ist gut. Mehr wollte ich jetzt gar nicht. Die haben alle eine Düngestufe. Läuft der Laden. Das habe ich jetzt fertig. Wir bringen den Deutz eben zum Hof. Und dann setzen wir den Fendt eben um. Und wir müssen uns dann, glaube ich, auch mal so ein bisschen noch um Tiere kümmern. Das machen wir gleich. Und dann, ja, ist eigentlich auf den nächsten Ingame-Tag gehen, ne? Nochmal düngen wieder, ne? So wie das immer ist. Aber wir haben noch nicht so viel Gülle, sonst könnten wir ein bisschen Gülle fahren, ne? Oder wir setzen den Güllekauf beim Viehhändler hin, ne? Aber... Das können wir ja immer noch entscheiden, ne? Wir müssen auch noch das restliche Gemüse hinten aus dem Silo holen. Das ist auch noch Phase. Hier habe ich noch gar nicht gedüngt. Ja, das müssten wir dann eigentlich auch noch machen, aber später, später. Wir müssen auch alles so nochmal überdüngen. So. Wir haben hier die Direktrille, ne? Dann brauchen wir gar nicht erst hier groß rumhampeln, ne? Dass wir hier, wie heißt es, sag mal schnell, es kreiseln müssen und so, das brauchen wir ja hier nicht. Und das können wir uns sparen. Ne, du kannst auch da rein. Wir brauchen dich ja doch noch wieder. Der Schwader steht leider draußen, ne? Das geht auch leider nicht anders. Oh, schicker Drescher, ne? Funktioniert auch. Die werden wir hoffentlich bald nutzen, ne? Also du kannst direkt an Mischwagen, ne? So, doch noch eine Mische machen. Nützt nichts. Guck, die dicke Bertha, die wackelt auch schön mit dem Hintern, ne? Da. Läuft bei dir, ne? Ja, ja, sehe ich. Ihm langsam rein. Müssen wir auch noch wieder durchfischen, ne? Nur noch ein Stück. So, du kannst mal eben hier warten. Du, dich brauchen wir gleich. Dich brauchen wir. Wenn du denn angehst. Hat er ja ganz gut hier gemacht, ne? Also wir wollen uns nicht beschweren. Auf zur letzten Ecke, die wir nur haben zum Plögen, ne? Da weiß ich noch. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, wir werden Feld 11 Rüben machen, ne? Wir brauchen noch so ein bisschen was für die Schweine an Rüben. Aber noch ist ja nichts mit Zelensky. Er ist ja all nicht so. 3 Grad Bogentemperatur. Kannst noch nichts sehen. Da ist noch nichts mit sehen. Also den setzen wir eben rüber. Hier habe ich auch noch nicht... die Wiese werden wir auch nicht mähen, glaube ich. Nee, das ist zu kriminell. Aber wir brauchen jetzt ein Bild. Ich finde das hier ganz cool. Halten wir eben an.
Das ist so cool, oder? Und man hat aus, du Bienenpflücker. Junge. Lass aus. Wie viel Fläche brauchen wir denn? Hier ist das schön, oder? Herrlich hier. Da habe ich gedüngt. Ich habe alles gedüngt. Bis auf zwei Wiesen. Wir müssen hier lang zu unserer Fläche. Alter, nein. Fast dran vorbeigeheizt, ne? Schick, schick, schick. Hermanns Eck, ne? Gönnt euch. Lohnt sich. Kleine, schnucklige Korde. Kannst du immer spielen. Das ist wohl so, ne? So. Felderboard. Ja. Okay, Svenny. Das hat ja schon mal wieder super geklappt. Ah, Feld 4. Holzchlor, weiß Bescheid. Aktuelle Startposition, Vorgewinde. Ne, FEMA. Schorf. Bla bla bla. Abfahrer einstellen. Feld 4, ne? Wir müssen, glaube ich, erste Bauern da bleiben. Der heizt aber auch mit Zwischengas, wa? Hast du gesehen? Der heizt mit Zwischengas. Perfekt, wa? Das lohnt sich. Das macht immer wieder Spaß, ne? Hast du gesehen, wie der vorne hochgegangen ist? Ja, du musst da bis ganz ans andere Ende der Bahn fahren. Dann ist das einfacher mit rückwärts fahren und da wieder einsetzen, ne? Wie so nebenher gesagt, ne? Kollege. Herrlich, ne? Herrlich. Bin mir nicht sicher, ob wir hier Probleme kriegen, ne? Nee, läuft. Macht er ganz alleine. Das läuft ganz alleine. Platzierbare Objekte wollte ich. Ach ja, Leute, so ist das im Leben, ne? Hoch die Hände, Wochenende. Ich hoffe, ihr habt ein angenehmes, schönes Wochenende, ne? Nicht so warm, nicht so kalt. Halt schicki fein. Ach, guck mal, hier ist sogar so ein Gelüppot. Brauche ich den jetzt nur drehen? Was mache ich denn? Das war doch richtig mit drehen. Ah, falsch rumgedreht. Alter, nein. Dann mach Kuhdrehung. Setzen wir hier den Güllekauf hin. Und dann können wir demnächst ein bisschen Gülle fahren, ne? Müssen nur zusehen, dass wir ein vernünftiges Güllefass kriegen. Dann können wir hier beim Viehhandel immer Gülle holen. Ja, wo ist der Plan? Was kostet denn unser Güllefass? Lasst uns mal gucken. Güllefässer. Das haben wir, ne? 38.600. Wie viel kriegen wir denn noch für unseres?
12.000. Müssen wir echt ein paar Tollers aufnehmen, ne? Oder wir müssen was verkloppern. Habe ich alle leer gemacht, ne? Da ist noch voll viel Mais drinne. Ach, haben wir drüben nur noch Körnermais? Okay. Ja, komm, dann leihen wir uns eben. Haben wir die 100.000 voll gemacht. Und kaufen uns das Glyphos. Das mag ich nämlich. Also ich finde dies persönlich schöner. Ne, ohne Schläuche. Standard. Kaufen. Jo. Okay, danke. Dann können wir nämlich die nächste Rutsche Glyphorn. Versteht ihr? Wenn wir jetzt einmal mineralisch, dann können wir nochmal Gülle drauf fahren. Ich finde den Dings hier hinten, den Gülleträger beim Viehhändler viel schöner. Klar, muss jetzt immer komplett über die Map juckeln, aber das ist mir dann eigentlich auch so relativ egal, ne? So, was wollte ich? Dich brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall gleich. Ja, 100.000, ich weiß. So, die brauchen auf jeden Fall Wasser. Silage und Kraftfutter, okay. Kriegen wir hin. Oder? Wasser müssen wir auch holen, ne? Oh, 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 das machen wir als erstes gleich. Oh, oh, oh. Das finde ich voll mal vernünftig. Wir müssen Wasser organisieren. Somit hat es doch nicht so schön, ne? Außerdem, warum hast du die nicht noch da? Oh, die Pike steht. Oh, hier ist auch alles voll geklickert. Seit wann klickern die hier voll? Kann ich mich gar nicht mehr dran entsinnen, dass sie hier alles voll klickern. Oh, mein Stuhl, ey. Was ist denn hier los? Also, du bleib da mal eben stehen. Rückwärtsgang reingekloppt. Ach nee, das geht hier gar nicht. Halt mir eben an. Da dem noch so warm ist, machen wir eben das Scheibe wieder. Oh. Scheibe wieder auf, ne? Aber das Schwein, den müssen wir auch noch sauber machen, ne? 100.000 Kredit an der Backe, ey. Das wird nicht lustig. Aber jetzt mal Wasser vorn. Da haben wir genug zu tun. Dass unsere Viecher auch wieder glücklich sind, ne? Da war, da noch was da drinne? Ne, war Chlor. Da wir mit More Realistic spielen, ziehe ich es vor, den weiteren Weg mit Wasser holen zu fahren, ne? Könnte das jetzt hier kaufen? Nee, machen wir nicht. Wir brauchen Wasser umsonst. Geht nicht anders, Leute. Wir können auch hier Wasser holen, ne? Aber wir wollen nicht so in Graben fahren. Kannst du hier überall Wasser tanken. Auf wie zum Wasserhuli! Haha! Haben
mal eben Dreherchen. Noch können wir ja hier drehen. Weil noch nicht so viel gewachsen ist, ne? Nee. Das war knapp ist, ne? Geht der Deckel nicht auf? Ne, der Deckel geht nicht auf. Schön hier, ne? Einfach schön hier. Oh, sind voll. Abflug. Abflug. Immer zieh mit 2000 Liter Wasser schon so in der Hose, ne? Es ist so genial. Es ist einfach nur genial. Es macht einfach nur Laune, Herr Mansek. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber es kommt auch wahrscheinlich, weil man den 17er ewig nicht mehr gespielt hat. Ne? Und dann macht das wieder richtig Spaß. Bin ich einmal ganz ehrlich. Hier unser Silo, ne? Ich glaube, die brauchen auch gleich noch Wasser. Ab und zu muss auch mal die Hofarbeiten abends machen, ne? Guck mal, das läuft. Der macht auch kein Geräusch, dann kann ich das auch gar nicht mitkriegen. Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich, ne? Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!